Herzlich willkommen bei SOFO, dem Podcast für Frauen, die aus ihrer Einzigartigkeit mit Herz und Seele ein sinnerfülltes Leben und vielleicht auch Business kreieren möchten. Mein Name ist Nina Pettenberg. Schön, dass du da bist. Ich freue mich heute besonders auf eine Folge mit einem ganz speziellen Gast, nämlich meinem Mann. Wir sprechen über Müßiggang und Auszeit. Denn Uwe, mein Mann, hat entschieden, nach vielen, vielen Jahren der Selbstständigkeit jetzt einmal den Pauseknopf zu drücken und sich aus allem zurückzuziehen. Er hat eine Ausbildung laufen, er erzählt es gleich selbst im Gespräch, 70 Trainingstage pro Jahr. Und warum er die Reißleine gezogen hat, was ihn momentan bewegt und wie wir auch jetzt den August für unsere Familie nutzen als Auszeit. Mir hat es total viel Freude gemacht, mit meinem Mann über etwas so Wichtiges zu sprechen, nämlich über Auszeiten, Ruhephasen und Müßiggang. Das ist eigentlich was ganz Normales in unserem Leben sein sollte und nicht etwas, was groß angekündigt werden muss. Dass das eigentlich unser Normalzustand sein sollte, dass wir gut genährt immer wieder Phasen des Rückzugs leben und ja, uns ausruhen oder uns inspirieren in Zeiten des Müßiggangs. In diesem Sinne viel Freude. Schnapp dir einen Kaffee bei Auf ein Kaffee, heute mit Uwe und Nina. Ja, also ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast. Den habe ich quasi aus der Auszeit rausgezogen. Vor das Mikrofon, aber wir hatten es gerade so nett auf der Terrasse in der Sonne. Wir haben nämlich auch ein bisschen Auszeit. Im August ist immer so eigentlich unsere Auszeit. Die Kinder sind gerade, der Kleine bei Oma und Opa, der Große das erste Mal mit 16 alleine in Berlin. Und als wir da so in der Sonne saßen, haben wir so angefangen drüber zu sprechen, über Uwes ja, Auszeit und was es so bewegt hat und auch das jetzt, wie wir den August gestalten wollen gemeinsam. Und jetzt freue ich mich einfach, in dieses Thema Auszeit und Müßiggang einzutauchen mit dir. Und ich weiß, dass einige Hörerinnen kennen dich bestimmt schon aus den Podcasts vorher. Wir hatten ja schon mal ein paar gemacht, auch in deinem eigenen Podcast. Aber es wäre schön, die Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, wenn du ein bisschen was von dir erzählst. Also quasi, was du gemacht hast. Und ja, auch teilweise jetzt noch machst und wie es dir jetzt geht. Ja, also hallo zusammen. Ganz aktuell, entsprechend dem Klischee, bin ich in der Gartenarbeit unterbrochen worden. Soll man nicht glauben. Also für die Auszeitvorbereitung ist es ganz wichtig, dass man das Wässern des Gartens plant und da bin ich gerade dabei. Sehr witzig. Ja, ist tatsächlich so. Ja, das stimmt wirklich. Ich habe dich da so ein bisschen rausgeholt. Ja. Weil mich neulich einfach jemand gefragt hat, wie geht's euch deinem Mann? Der hat ja so geplant, weniger zu machen oder mal eine Zeit jetzt einfach rauszugehen, wie so eine kreative Pause zu machen. Aber nimm uns doch noch mal kurz mit, was hast du vorher gemacht, vor diesem Moment? Und was hat zu dem Moment geführt, zu sagen, ich möchte einfach weniger machen? Ich möchte ein stressfreieres Leben, ich möchte aussteigen ein Stück weit aus dem, was ich bisher gemacht habe. Mhm. Also es ist die Frage, wie viel Zeit wir haben für den Podcast und wie dramatisch du es haben möchtest. Ich möchte es echt. Echt? Ja, einfach mal echt. Gut. Also letztendlich ist es ja tatsächlich, war es ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich ja bemerkt habe, dass ich einen gewissen Zyklus folge tatsächlich. Also alle 20 Jahre scheint sich bei mir das Leben zu verändern. Daran sieht man schon, dass ich etwas älter bin und nicht mehr 20 sein kann. Und dann kamen ein paar Ereignisse zusammen, letztendlich natürlich Corona, was uns Trainer, die live arbeiten, ja alle ganz schön, meine Großmutter hätte gesagt, ins Kontor geschlagen hat. Dann überlegt man natürlich neue Konzepte und da bist ja du sowieso viel weiter oder auf anderen Ebenen in der digitalen Welt. Das habe ich ja bewusst so nicht lanciert, da haben wir uns ja auch früher oft drüber unterhalten. Mhm. Und ich bin einfach mal so ein Typ, der gerne vor Publikum präsentiert und auch in der Gruppe arbeitet, das ist ja so mein Ding. Und, genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn dich nicht alle kennen, also dass du warst ja Trainer und hast eigentlich als Therapeut begonnen in der Praxis in Nürnberg und hast dann viel Gruppen geführt, eine Ausbildung gehabt und bist systemischer Coach. Ja. Oder was gibt es da? Und hast Bücher geschrieben, also warst sehr, sag ich mal, voll im vollen
Ich muss Dauerlauf, den, ja. Da kann ich den Podcast jetzt nutzen, endlich zu glänzen, so ein letztes Mal. Ja, also 7 Bücher waren es, 140 Kurse, du bist der Held in deiner Welt. Wow. Und sage und schreibe 25 komplette eineinhalbjährige Ausbildungen. Wow. Ja, und das in 20 Jahren. Und es hat wirklich Freude bereitet, aber eben Corona hat da letztlich viel bewirkt und da musste umstrukturiert werden. Und ich muss gestehen, ich war da nicht so glücklich. Also da musste ich meine eigenen Techniken anwenden und wir haben ja auch oft drüber gesprochen. Da warst du mir auch als Partnerin eine große Hilfe. Und dann hat sich das sozusagen auch ergeben, dass von außen viele weitere Eindrücke kamen. Also einer der größten Einschläge war einfach der Tod eines guten Freundes mit 58 Jahren, ein Freund, der in Mallorca lebt. Da waren wir auch immer wieder. Und der plötzliche Tod eines guten Freundes, der bewirkt dann schon ganz viel. Mhm. Und dann kamen noch ein paar andere Dinge dazu, dass in dem Büro, ich hatte ja mehrere Angestellte, der Mietvertrag nicht verlängert wurde und, und. Und wenn man Spiritualität lebt, so wie wir es verstehen, dann achtet man die Zeichen von außen. Und das habe ich dann getan. Und wir haben ja auch selber immer auch Coaches und Berater zusätzlich zu unseren Gesprächen. Mhm. Und da hat einer meiner Coaches mir dann geraten, wie wäre es denn mit einer Auszeit? War so spannenderweise sogar ein astrologischer Coach. Und der gesagt hat, die Sterne stehen für Auszeit und nicht für getriebenes Durcharbeiten. Und da sind wir schon beim Punkt. Ich fühlte mich schon lange Zeit auch etwas getrieben. Nicht mehr angetrieben, sondern sehr getrieben. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich entschlossen, eine Auszeit zu nehmen, die sich jetzt sehr bewährt und jetzt gerade eigentlich richtig einsetzt. Ja. Genau, bis jetzt hat es ja immer noch Kurse und so die letzten Ausbildungszyklen. Und die Corona-Verschiebungen, ne? Also genau, es sind immer noch Teilnehmer dabei gewesen, die aufgrund von Corona-Verschiebungen nicht konnten. Und da haben wir das alles ganz toll organisiert und das ist natürlich vielleicht das noch ganz spannend für Hörer, die selber Coaches sind. Wenn man dann preisgibt, dass man aufhören möchte für längere Zeit, dann ist es wie beim Konzert. Wenn eine Gruppe sagt, sie macht ein Abschiedskonzert, dann kommen automatisch ganz viele Buchungen. Und so waren die letzten Kurse und Ausbildungen dann wirklich alle ausgebucht, die jetzt noch liefen. Ja. Ja. Und wenn du jetzt so, wie geht's dir jetzt, nachdem du ja jetzt vor ein paar Wochen warst, glaube ich, so dieses erstmal eine Ausbildung vollendet hast oder ich glaube im Herbst ist nochmal was, aber wie geht's dir? Also, wie ist so die Emotion? Fühlst du dich erleichtert oder wie ist so das Gefühl in dir? Ja, das ist schon abschließend. Also das ist das, ich dachte zuerst, ich wäre sehr wehmütig mit nach 140 Kursen. Das ist ja doch mein Lebenswerk, dieser Kurs mit über 3000 Teilnehmern. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Aber da sind wir wahrscheinlich gleich beim Thema auch. Zum Thema Auszeit und Müßiggang ist jetzt für mich nicht die Idee, dann gar nichts mehr zu machen. Und wir haben ja unsere Reise hier jetzt gerade begonnen mit der Gartenarbeit. Also ich fühle mich jetzt nicht als Rentner und möchte jetzt tagtäglich im Garten die nicht vorhandenen Rosen schneiden. Aber es ist lustig, dass so Gedanken dann doch kommen. Ne? Dieses so, es ist spannend in unserer Gesellschaft. Also, und ich finde auch, eigentlich, was du jetzt machst, so wie ich dich jetzt erlebe, ist es eigentlich, wäre es normal, das Pensum. Ich habe dich ja wirklich erlebt über die letzten Jahre. Du hast ja so viel gearbeitet, das heißt 70 Trainingstage im Jahr. 102. Oder 100, in den Hochzeiten 102 Trainingstage. Und die Tage, die du dann da warst, also sonst warst du im Hotel und so weiter, die waren dann auch gefüllt natürlich mit all der Orga, die dazwischen, das, was für andere oft nicht sichtbar ist, was wir als Coaches und Trainer dazwischen alles so wuppen und machen. Und jetzt, wie du es so erzählt hast, dachte ich eigentlich, es wäre das, was du jetzt lebst, was du jetzt als Auszeit bezeichnest, eigentlich das Normale. Oder? Was lachst du? Ich muss lachen, weil manchmal habe ich zu Hause das Gucci auf dem Kopfkissen vermisst. Ach so, die Schokolade zum guten Nachtschlaf. Ja, nee, du warst ja, also das war ja irre, wie viel du weg warst. Vier Wochen war ich ja 3 Wochen weg, ja, tatsächlich. Gut, aber das war ja auch ein tolles Agreement. Muss man schon auch fairerweise dazu sagen, dass du jetzt auch mitgemacht hast. Also das ist ja, du hast ja die Kinder letztendlich großgezogen, ein tolles Business aufgebaut, das muss man erstmal schaffen und dann ist es ja toll, dass du mich da auch sein hast lassen. Sehr lieb, danke dir. Ja, ist das, ne, ja, das ohne dich wäre es ja nicht gegangen. Also. Aber was wir schon immer gemacht haben und deswegen hat es uns ja heute auch zu diesem Thema gezogen, ist, dass wir den August eigentlich zu unserem Auszeitmonat immer erkoren haben. So wie der Jos geboren war, unser erster Sohn 2006, haben wir eigentlich damit angefangen. Weißt du noch, das sind wir, da haben wir gesagt, super, jetzt haben wir vom 1. bis 31., da war der Jos gerade 8 Wochen alt, oder habe ich jetzt richtig gerechnet, ja?
Genau. Vom 1. Ja. Juni, 2. Juni bis 1. Ja. August, genau. Und da sind wir 4 Wochen, weiß ich heute noch, 4 Wochen nach Österreich. Mhm. So aus vollem, so mit Baby, du voll im Trainer-Dasein, ich hatte gerade eine Pause, Elternzeit. Mhm. Und sind dann nach Österreich und gesagt, so, jetzt haben wir 4 Wochen. Und da saßen wir doch am Anfang und haben gesagt, so, jetzt haben wir 4 Wochen mhm. vor uns. So, mhm. und was machen wir jetzt eigentlich? Ja, ja, wo, was kommt als erstes? Oder leider war ja dann in Österreich das Wetter 4 Wochen eigentlich, wir hatten Schnee typisch oben. August, ja. Und, aber das ist vielleicht auch nochmal spannend, vielleicht auch für die, unsere Zuhörer, dass wie wir eigentlich so diese Auszeit oder diesen Müßiggang, was da wichtig ist, mhm. weil es ist ja nicht leicht, aus unserer getriebenen Welt in so eine Auszeit zu gehen, sei sie jetzt 4 Wochen oder länger oder vielleicht auch nur 2 Wochen. Was ist da dein Rezept? Mhm. Weil das hast du ja auch gelernt. Du bist ja, ja jemand, der unglaublich gern, wie hast du mal gesagt, ich muss noch 137.000 Mails stecken. Ja, genau, das war Situation dein Lied vom Tim Bensko. Wird unterschätzt, ich muss es also regeln. Ja. Ja, die Welt retten noch kurz. Und das ist ja, ja schon ein Lernprozess gewesen. Für uns mhm. ist es immer noch, für uns beide, dieses Loslassen als Selbstständiger zu sagen, okay, jetzt bin ich einfach mal 4 Wochen ja. oder länger einfach nicht da. Ja, also ich glaube, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber auch die Auszeit muss geplant werden. Weil ich schon bemerkt habe, dass ich ja zum 31.12.21 hatte ich ja alles sozusagen strikt abgebrochen. Es gab keine Podcast oder gibt keine bis heute keine Podcasts mehr, es gibt keine Newsletter mehr und so weiter. Und dann ist mir schon aufgefallen, dass ich dann eben nichts mehr in der Form zu tun hatte, außer die terminierten Kurse in Aussicht abzuarbeiten. Und dann hatte ich ja tatsächlich 6 Wochen Schlafstörungen. Also ich habe ja plötzlich dann nicht mehr durchgeschlafen und bin nachts wegen völlig unsinnigen Dingen, wie dass ich einen Schlüssel nachmachen muss oder dass ich, keine Ahnung, morgen noch dies oder jenes kaufen sollte oder keine Ahnung was, aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Das heißt, ich habe mir, meine Seele oder mein Geist hat sich Beschäftigung gesucht. Dass ich ja, jetzt wird das Nervensystem ja, noch ja. eigentlich in einem anderen Tempo läuft. Ja, ne? ja. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen hart, wenn man dann so aus Vollbelastung runterfährt. Also das sollte jeder gewappnet sein. Ich erinnere mich da nämlich auch noch, mein Vater war ja Unternehmer mhm. und der hatte wirklich, immer wenn wir im Sommer aufgebrochen mhm. sind, nach Frankreich, mhm. hatte der Bronchitis. Mhm. Das habe ich immer noch, wo erstmal der Papa eine Woche eigentlich krank war, mhm. als wenn der Körper so aus diesem vollen Tempo plötzlich die Ruhe hat und dann, ja. ich kann es jetzt auch medizinisch nicht erklären, aber doch, es ist so. Doch, das kann ich ja. Aber ich glaube, das, ja, du kannst es gerne erklären, ja. wenn du Lust hast. Das ist letztendlich der Adrenalinspiegel, der hochgehalten wird während der Arbeit und der sinkt rapide in der Entspannung ab und wenn der im Körper Adrenalin runtergeht, Cortisol besser gesagt, das wie Cortison wirkt, dann hat das Immunsystem letztendlich darf endlich ausruhen und deswegen kommt es immer zu Erkältungen mhm. und Grippe. Ja. Das heißt, das Immunsystem sagt dann jetzt. Das heißt, eigentlich können wir schon mal den ersten Punkt festhalten, dass man sich auch vielleicht so eine Übergangszeit gönnt. Mhm. Ich habe das für mich auch so notiert, als ich vorhin, wo wir so drüber gesprochen haben, über was wir reden wollen, dachte ich so, dieses die Erlaubnis, so dem Körper auch Zeit zu geben, dort anzukommen mhm. oder in dieser Auszeit. Und es kann sein, dass man vielleicht nicht von 100 auf 0 kommt, sondern das vielleicht langsam vorbereitet mhm. und sagt, okay, was brauche ich vielleicht, um die Zyklen zu Hause zu schließen, mhm. um dann wirklich entspannt in die Auszeit starten zu können. Ja. Ja? Ich meine, also das ist ja eh schon dramatisch genug, dass wir heutzutage über so eine Auszeit sprechen müssen. Mhm. Das zeigt, dass wir alle sehr belastet sind. Das nehme ich mir hier nicht aus. Gleichzeitig ist so eine Auszeit so wertvoll, viel wertvoller als nur ein Urlaub, dass ich das zustimmen möchte, dass man das sehr wohl in Vorfreude auch plant. Mhm. Da gibt es ja auch diese Auszeit der Sabbatzeit letztendlich. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist ja, manche Menschen machen das ja auch ein Jahr, 12 Monate. Große Konzerne genehmigen das ja auch, dann ohne Weiterzahlung, also im Angestelltenverhältnis zu bleiben und ohne Bezahlung dann diese Auszeit nehmen zu können. Das planen ja auch viele. Da hatte ich früher mal Freunde, die eine Weltreise gemacht haben, etc. Also man sollte sich schon darauf freuen und tatsächlich auch vorbereiten. Ja. Ja. Und nicht, das ist ja bei meinen Männern im Mentoring, habe ich das ja ein- oder zweimal erlebt, erst dann eine Auszeit planen, wenn ich eigentlich schon gar nicht mehr aufstehen kann, weil ich so fertig bin. Dann ja, ist es völlig keine, ausgebrannt. Ne? Genau, und dann ist keine Auszeit mehr, sondern es ist eigentlich eine Reha. Ja. Das ist wieder was ganz anderes. Eine Auszeit sollte etwas sein, was wir uns eigentlich im Leben mehrfach gönnen. Am besten, wenn auch die
aber da komme ich jetzt schon ins Detail, wenn wir Zyklen verändern, wenn wir eine Epoche abschließen, also typische Epoche wäre, ich gehe jetzt von einem Arbeitgeber zum nächsten, mhm, und das mache ich nicht gleich vom 31. zum 1., nämlich innerhalb von 24 Stunden, sondern nehme einfach eine Auszeit von 3 Monaten. Und das, glaube ich, ist für alle Beteiligten, sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer, also für denjenigen, der Auszeit macht, sehr anstrebenswert. Ja, und das erinnert mich, das habe ich jetzt erst in meinem Business ganz kurz eingeführt. Und da haben wir früher auch immer mal bei dir gesprochen, weil als Trainer oder Coach arbeiten wir oft am Wochenende. Und es war immer so, ich habe dann Freitag, Samstag, Sonntag Ausbildungsmodul gehabt und bin direkt Montag ins Büro frühmorgens. Und Dienstag, weißt du noch, da haben wir oft drüber gesprochen, dass wir immer so fertig waren. Ja. So schlecht gelaunt. Und, und dann irgendwann habe ich gedacht, na, stopp, halt, eigentlich arbeitest du ja dann 10 Tage am Stück, weil du ja von Montag, dann arbeitest du das Wochenende durch, machst Montag direkt weiter, also hast du eigentlich überhaupt gar keine Integrationszeit, Ausruhzeit. Und als ich habe jetzt es erst ein paar Mal gemacht, aber wirklich den Montag zu meinem, ich habe es genannt, wie so eine innere Führungstag. Das heißt, ich, und das ist für mich auch Müßiggang. Müßiggang ist für mich, dass ich meiner inneren Führung folge. Also das heißt, wenn ich früh aufstehe und sage, ich habe jetzt Lust zu joggen, das kommt nicht so oft vor. Das war jetzt ein blödes Beispiel. Wollte gerade sagen, man macht nee, das. Aber wenn es so wäre, würde ich erstmal sehr überrascht sein. Aber nein, dann dem folgen. Oder eben das letzte Mal, das hatte ich auch in Instagram gepostet, habe ich wirklich, ich habe gedacht, ich möchte heute im Bett, ich hole mir Kaffee ans Bett, ich hole meinen Laptop, ich schreibe ein bisschen, ich habe mein Journal bereitgelegt und ich war so, das war so, ich, meine Mutter würde sagen, ein Gammeltag, aber es war so erfrischend für mich, dann war ich mal mit dem Hund draußen, aber wirklich so tiefst meinem Körper und meinem, ich nenne es innere Führung, vertraut, was ist jetzt wichtig. Und das ist eine Regeneration, das habe ich noch nie erlebt, weil ich eigentlich am Dienstag, Mittwoch so fit war wie schon lange nicht mehr. Und ich glaube, das ist in unserer Kultur wirklich ein Problem, dass das, auch wenn wir jetzt viel über Selbstfürsorge sprechen und das so im Trend ist, auch Achtsamkeit, es trotzdem noch nicht so salonfähig ist, wirklich diese Auszeiten, vielleicht auch schon während des Tages, dass man sagt, wann habe ich dieses klassische Mittagsschlaf oder eben nicht bis in die Erschöpfung gehen. Also auch die Auszeit im Alltag einbeziehen. Ne? Ja, aber es ist schon spannend, wenn du das erzählst, habe ich gerade so ein bisschen nachsinniert. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele E-Mails, Fragen und Glückwünsche bekommen wie zu dem Thema Auszeit. Also wie ich das populär gemacht habe, öffentlich gemacht habe mit den letzten Newsletter und da so ein Countdown gemacht habe, dann kamen ganz viel E-Mails, Mann, ich beneide dich drum und was für ein Mut und das hätte ich auch nötig. Also das zeigt schon, dass ganz, ganz viele Menschen, dass wir ganz schön gestresst sind und eingebunden sind. Ich sehe das immer so wie so Zahnrädern eben, die sich so eng bewegen. Wenn ein Getriebe zu eng wird oder nicht geschmiert ist, dann wird es irgendwann mal brechen oder sich schreddern letztendlich. Und da glaube ich. Sie Sehnsucht groß, meinst du? Nicht zuletzt aufgrund der Pandemie auch. Das ist einfach innerer Stress, auch wenn wir jetzt glauben, wir haben es ein bisschen hinter uns. Und dann die anderen sozialen Dinge, die um uns sind. Das wissen wir ja alle. Da passiert in unserer Seele etwas und ich glaube, das drückt auch aufs Gemüt. Und wie wirst du jetzt so die nächste Zeit gestalten? Ja, erstmal mit der Familie in Urlaub fahren. Ja, ich glaube, du bist ja auch dabei. Ja, ne? Ja, ich habe es vor, ja. Also einfach die Zeit genießen und sicherlich dann auch, das klingt jetzt komisch, ich will nicht sagen neue Projekte planen, aber dann schon auch Herzensprojekte. Auch wirklich mal zu sagen, was Neues, was wo nie Zeit war für. Ja. Ne? Ja. Das ist mein Faible für Autos und für Reisen, das haben wir gemeinsam. Also die Autos nicht, aber das Reisen. Und sich dem sozusagen ein bisschen hingeben und sich auch beglückwünschen, dass wir die Zeit haben darf, dass wir das so arrangieren kann. Ich glaube, ich habe gerade nämlich, wie du so gesprochen hast, denke ich, vielleicht der ein oder andere hört jetzt so zu und denkt sich, oh, ich hätte so eine Sehnsucht nach einer Auszeit, aber es geht finanziell nicht. Oder ich bin zu eingebunden, es geht nicht, weil. Was können wir denn da vielleicht
an Inspiration noch mitgeben? Ja, es passt ja vielleicht von dem, was wir vorhin sagten, wenn ich die Vorfreude ausübe, dann plane ich es ja auch. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Zuhörer jetzt nicht sofort eine Auszeit brauchen, weil sie eben so angeschlagen sind, sondern wenn man jetzt sagen würde, nächstes Jahr im Sommer mache ich eine größere Auszeit, also auch so wie die beiden Pettenbergs da gesprochen haben, zum Beispiel im August oder August und September, das plane ich irgendwie, dann könnte ich ja heute auch schon tatsächlich ein bisschen ansparen oder auf etwas verzichten, um zu sagen, ja, ich gönne mir da die Auszeit. Und es gibt ja wirklich auch Möglichkeiten, die nicht viel Geld kosten. Also ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber noch vor unserer Zeit war ich mal in Thailand, Koh Samui, ich glaube, das ist heute sehr touristisch, es war damals noch nicht. Und da gab es Hütten für 1 Dollar, amerikanische Dollar, 1,50 Dollar pro Tag, inklusive Frühstück. Und da dachte ich mir, wow, da könntest du ein ganzes Jahr leben und es würde gar nicht viel kosten. Ja. Also das, sowas, solche Dinge gibt es noch. Ja. Oder ich gucke auf einen Campingplatz und schnappe mir da ein Zelt und mache ein Arrangement mit dem, dass ich da 2 Monate bleibe oder so. Also ich glaube, es kommt nicht nur aufs Geld drauf an. Ich glaube, das Wichtigere ist natürlich, das soziale Umfeld zu klären. Wenn jetzt Kinder da wären, dann kann man nicht einfach 2 Monate machen. Oder wenn sie noch nicht im Schulalter sind, dann mit einbeziehen oder wie auch immer. Ja, ja, und ich habe gerade gemerkt, wie du es gesagt hast, dieses, ich plane für nächstes Jahr eine Auszeit ein. Mhm. Da wird sofort in mir, wie so, das war so ein freudvoller Gedanke. Und ich denke auch, dass dieses Überprüfen, wie lang muss sie denn wirklich sein, also ist es die 3 Monate, oder wir haben ja auch Freunde, die schon mal ein Jahr weg waren, die eine Weltreise gemacht haben. Aber sich überhaupt mal zu erlauben, dorthin zu gehen, diesen Gedanken weiterzuführen und zu sagen, was bräuchte ich eigentlich, damit es mir gut geht? Ist es eher die Auszeiten im Alltag? Ist es eine längere Auszeit? Was brauche ich wirklich, um mich wohlzufühlen in meinem Leben? Und ich würde es tatsächlich, das soll jetzt nicht getrieben klingen, ich würde es immer wieder unter ein Motto stellen. Ich habe immer wieder Klienten gehabt, die Auszeiten gemacht haben und die waren dann ganz enttäuscht, wenn sie nach einem halben Jahr zurückkamen und es hat sich eigentlich gar nichts verändert. Wenn ich mit etwas gehe, also wenn ich 2 Monate Auszeit habe, dann will ich eine neue Berufsidee haben oder ich will wissen, wo ich hinziehe, in welche Stadt. Also mit so einem Ziel würde ich schon auch gehen, ohne sich zu stressen, sondern ich setze mir das Ziel und in den 2 Monaten werde ich einfach von dem begrüßt, was mir einen Hinweis gibt. Also ich werde Zeichen achten, also wie so ein Labortest. Das würde ich machen. Super. Also nicht, dass ich jetzt hinarbeiten muss jeden Tag, sondern ich setze eine Intention und dann werde ich überrascht. Ja, und das finde ich so wertvoll und wichtig, weil ich habe das im Kleinen, kennt es vielleicht der ein oder andere auch, ich habe das dir vorhin erzählt auch, dass ich das seit ganz langer Zeit, am Sonntag jetzt, dem letzten Sonntag, war ich tatsächlich komplett allein. Du warst mit einem Freund wandern. Der Jos, unser Großer, ist nach Berlin aufgebrochen und unser Kleiner bei Oma und Opa. Und dann hatte ich diesen ganzen Sonntag für mich. Also wirklich, dass auch niemand mehr, einmal, du warst sogar telefonisch nicht erreichbar. Es war so komplett außer Otto, der war da, unser Hund, aber so frei. Und das war wirklich dieser Moment, wo ich dachte, was mache ich jetzt? Wie kann ich diesen Tag so ganz, ganz, ganz doll nutzen? Und da denke ich eben auch, wenn wir 3 Monate Auszeit haben und die völlig ungeplant ist, klar ist es dann der Müßiggang, der uns da, aber es kann eben auch nach hinten losgehen, dieses so, dann, klar treibe ich dann und bin dann vielleicht rückblickend enttäuscht, dass die Zeit so schnell verging und ich vielleicht auch überhaupt gar nicht so für mich, es geht ja nicht um Erreichen, aber dass der Seinszustand, den ich mir wünsche, vielleicht dann auch gar nicht eintrifft. Ja, ich glaube auch, da würden wir sehr unzufrieden werden, also ohne Frieden leben. Und das wusste ja Goethe schon, nichts ist schlimmer zu ertragen als die Ansammlung guter Tage. Also das hat alles eine Halbwertszeit. Und wenn ich 3 Monate vor mir habe und ich mache nichts, dann komme ich mir, glaube ich, ziemlich komisch vor und nichts nutzerisch, wenn ich dann nach 3 Monaten wieder zurückkomme und muss dann ja wieder in Lohn und Brot gehen oder was auch immer. Also ich glaube, Freud letztendlich und Gustav Jung sagten das ja auch schon, die Arbeit, die Tätigkeit gehört mit zum Leben. Also es wäre ein Missverständnis, glaube ich, das nehme ich ja für mich in Anspruch, 3 Monate nur gar nichts zu machen. Also ich glaube, das wird nicht erfüllen. Also ich meine jetzt mit machen, meine ich auch, dass man sich sozusagen bewusst einen Spaziergang nimmt in dieser Zeit und sagt, in der Stunde erlebe ich dies oder jenes oder man nimmt sich ein gutes Buch. Aber selbst da haben wir auch drüber gesprochen, wenn man einen kurzen Urlaub hat, eine Woche, beispielsweise unseren Winterurlaub immer oder 10 Tage Skifahren und man hat einen tollen Roman und man verfällt dann so in diesen Roman mit, keine Ahnung, 600 oder 700 Seiten, dann vergeht der Urlaub ja noch schneller, weil ich immer wieder in einer anderen Welt lebe. Mhm. Also wir lesen ja beide sehr gern und da muss man echt aufpassen. Ich zügel mich da immer beim guten Buch. Nein, jetzt hört's auf, weil jetzt mache ich was anderes. Jetzt
Es gibt so viele schöne Sachen. Ja, das sind wir natürlich auch, wenn man begeisterungsfähig ist. Wir sind leidenschaftlicher. Genau, und darum hatten wir vorhin auch, wie wir so, wie uns unterhalten haben, sagten wir so Müßiggang. Also für mich ist es auch ein Stück weit, dass ich das, was ich gern tue, einfach auch noch mit viel mehr Ruhe und Gelassenheit machen kann, dass eben diese Verpflichtungen nicht so da sind. Mhm. Dass ich sage, okay, wir essen ja total gerne und wir haben jetzt einfach Zeit. Und wenn wir stundenlang hier sitzen oder früh beim Frühstück, einfach dieses noch einfach dazu sitzen, sich auszutauschen, ohne zu wissen, ich muss jetzt irgendwo hin. Ja. Und ich glaube, das ist so heilsam. Und das ist, was Müßiggang auch für mich ist. Genau. Und da hast du jetzt was Wichtiges angesprochen, was ich ja aus meiner Körpersoziologie auch kenne. Wir sind natürlich so ein bisschen so Stressy-Typen. Das heißt, wir sind natürlich immer unter Feuer. Also das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich als kleines Kind schon immer Kleidung wechseln musste beim Christkind, weil ich weiß gewartet war vor lauter Aufregung. Mhm. Und so bin ich ja heute noch. Also wenn ich was Schönes habe, mich etwas erfreue, dann bin ich richtig aufgeregt. Und dann merkt man jetzt ja auch, dann verändert sich die Stimmlage, dann werde ich schneller. Das heißt, Typen wie wir, die sollten in Bewegung kommen, langsamer zu gehen. Also langsam Spaziergänge zu machen und nicht zu rennen. Ja, ich fahre auch gern Rad, da muss ich mich auch immer dann kontrollieren. Und Menschen, die eher bewegungsarm sind, die sollten eher mehr in Bewegung kommen. Also schneller laufen oder mal spontanere Dinge machen. Ja, also typusorientiert, das ist wichtig. Und deswegen, wenn man uns jetzt zuhört, das sind ja unsere Ideen, unsere Empfehlungen. Jeder sollte seinen Weg da auch wirklich finden, was er auf der anderen Seite bräuchte. Ja? Nicht, was er immer tut. Nicht immer mehr vom Gleichen, das ist dann auch nicht das inspirierend. Musterbrechen, das ist, glaube ich, das also wenn jemand nie verreist, sollte er vielleicht mal verreisen. Wenn jemand andauernd verreist, dann sollte er vielleicht mal gucken, was sein Haus und Hof zu Hause ihm alles bringt. Ne? Ja. Super schön. Ja, ich denke, was jetzt zum Abschluss noch schön wäre, ist was ist bis jetzt, also du hast jetzt ja noch nicht so ganz so lange die Auszeit hinter dir, aber was ist bis jetzt schon so eine schöne Erkenntnis für dich oder irgendwas, was du sagst, was du gern teilen möchtest oder es, weiß nicht, ob es was Persönliches ist oder auch, was du so anderen mitgeben könntest? Ui, ja, das ist sicherlich ganz persönlich, da könnte ich viele persönliche Dinge jetzt sagen, die würden aber, glaube ich, das jetzt nicht herpassen, das Ganze irritieren. Also ich merke halt die Ruhe. Macht mir einfach Freude. Also ich entdecke immer mehr, dass ich irgendwo zum Beispiel, also wir haben jetzt im Haus jetzt auch ganz viel gemacht und da genieße ich es, wenn ich dann etwas Umgebautes oder Renoviertes sehe, mich da einfach mal hinzusetzen und das eine Viertelstunde anzugucken. Mhm. Ja, das habe ich früher, ist alles gemacht worden und wieder weitergerannt oder ja, einfach Dinge, die aber das nehme ich auch wahr. Ja. Also ich kriege das jetzt ja auch mit im Außen. Ja. Ja. Das nehme ich wahr, dass du dass da mehr Raum auch entsteht für uns. Mhm, genau. Also das ist eben, wenn das nicht so besetzt ist mit vielen To-Dos, dann kann das, was jetzt im Moment ist, einfach mehr Gewicht kriegen. Und halt auch die Zeit haben und auch die täglichen Dinge. Ich war ja mit dem Jasper letztes Jahr im Kinderarzt und da die Kinderärztin einfach nicht gleich Zeit gehabt. Und da haben wir eine Dreiviertelstunde warten müssen. Und da haben wir uns gut unterhalten. Da wäre ich früher gestresst gewesen und dann hätte ich gesagt, nein, also wir müssen jetzt drankommen, wir haben keine Zeit, in der Stunde müssen wir wieder woanders sein. Und da dachte ich mir, ach, dann unterhalte ich mich mit dem Jasper schön. Und dann haben wir eine lustige Zeit gehabt und haben ganz vergessen, dass wir warten müssen. Mhm. Ja. Und das spannend. Ist was Neues einfach. Ja. Ja. Das ist einfach Zeit, Ruhe, Zufriedenheit, in Frieden sein. Ja. Ja. Also jetzt schon da. Aber trotz all dem freue ich mich wieder auf irgendwann Neues, 2023 oder 2024, was immer kommt. Die fällt bestimmt viel ein. Mir fällt, ja. Aber jetzt genießen wir erstmal unsere Auszeit im August. Ich freue mich total und danke dir sehr. Ich danke dir. Ich könnte es noch weiterreden. Ja. Aber jetzt hören wir mal auf. Haben wir zu viel Kaffee schon getrunken. Das heißt nämlich auf einen Kaffee, also, nicht auf vier. Deswegen sind wir so überdreht, genau. Danke dir. Danke dir.